Wir fangen den Tag heute in Shibuya an und wir schauen erstmal, was sich hier so verändert hat. Denn als Max und ich hier waren, war hier super viel Baustelle. Danach ist der Plan, mit einem japanischen Kumpel von mir essen zu gehen. Ramen-Essen, freue ich mich mega drauf. Ja. Und am Ende werden wir wahrscheinlich noch nach Harajuku gehen und ein bisschen schauen, was da so los ist. Aber erstmal zurück zu den Veränderungen hier in Shibuya. Wir stehen jetzt hier auf dem neuen Inari Bridge Square. Und dieser ist quasi komplett neu. Das bedeutet, dass einmal das große Gebäude hier neu gebaut wurde. Da sieht man auch noch die Kräne oben drauf. Innerhalb von nicht mal zwei Jahren. Und auch dieses Gebäude hier. Das heißt, wir haben zwei neue Wolkenkratzer in Shibuya. Ja. Aus der gut bekannten Perspektive. Das Gebäude hier ist komplett neu. Das war damals so eine Baustelle, die ging ungefähr bis zu dieser Linie hier. Und ich finde, es verändert die Skyline hier schon ziemlich arg. Weil früher war so das Gebäude hier das, was am meisten ins Auge gestochen ist. Und jetzt ist es halt dieser Monsterklotz hier. Es hat auch kein kleines Hochhaus, sondern wirklich ein dickes Ding. Ja? Was ich auch cool finde, ist halt, wenn du weiter runter gehst, hier so unten die Fassade mit diesen geschwungenen Fenstern, sag ich mal. Das sieht auch super interessant aus. Also ja, ist halt auch total ein Eyecatcher dadurch. Ja, vor allen Dingen mega modern. Und zusammen mit dem Hikarie sind das zwei Gebäude, die wirklich cool aussehen. Ja. Also auch so zusammenpassend. Und dann mit der Shibuya-Kreuzung hier so oder so. Wir kommen gerade vom Ramen-Essen mit meinem japanischen Kumpel und es war richtig, richtig cool. Er hat uns in so ein cooles Restaurant mitgenommen. Also Restaurant ist ja mal so eine Sache, aber in so einen richtig coolen, urigen Ramenladen. Der hieß Ichiran und das kann ich nur empfehlen, weil es ist einfach eine richtig coole Experience. Es ist so, man kauft sein Ticket an so einem Automaten, wie man das in vielen Ramenläden kennt. Und dann kriegt man den Zettel, wo man aussuchen kann, wie man seine Ramen haben möchte. Also wie die Suppe schmecken soll, wie fest die Nudeln sein sollen etc. Das war richtig cool. Sowas habe ich bisher noch nie gehabt. Und ich mag halt die Ramen wirklich lieber fest. Und es war richtig cool, die mal wirklich so ein bisschen fester zu haben und nicht so weich. Und an sich ist dann auch so, man sitzt dann an so einem Tisch, wo man nicht die Leute, die die Ramen zubereiten, nicht sieht. Und dann gibt es für jeden einzelnen Platz so eine kleine Durchreiche, wo man eben dann seine Ramen bekommt. Und es ist irgendwie alles ein bisschen, ja, wie sagt man? Urig. Urig? Ja, doch. Ich glaube, urig beschreibt es am besten. Es ist einfach eine super Empfehlung. Es gibt mehrere Läden hier in Tokio. Ichiran. Ich schreibe es euch hier auch nochmal hin, wie es heißt. Und ja, wir sind jetzt weiterhin auf dem Weg nach Harajuku. Eine Weile shoppen waren in Shibuya und danach auch in Harajuku, haben wir uns entschieden, jetzt erstmal ins Hotel zurückzufahren, weil wir dann doch schon ganz schön geschafft sind vom ganzen Herumlaufen und von all den Eindrücken. Aber ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, euch mal zu zeigen, was ich mir heute so gekauft habe. Eine Sache, die ich super gerne in Japan kaufe, sind Strümpfe, weil es einfach super viele coole, bunte und witzige Strümpfe gibt. Und genau das habe ich heute direkt getan. Ich habe einmal ein paar gekauft, die haben hier so Schleifstellen an der Seite. Und dann habe ich hier ein paar, da ist, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber da ist hier so ein Hase und dahinter ist so durchsichtig. Und die dritten sind einfach nur hellblau und glitzern. Dann habe ich mir zum Schluss in Harajuku noch eine Jacke gekauft. Und zwar diese hier.
Ich habe davon auch schon was in meine Instagram-Story gepostet. Ich finde die von den Farben her ziemlich cool. So blau und pink, ein bisschen ausgewaschen. Hier steht dann noch Scramble auf dem Arm. Also irgendwie hat das so ein bisschen, ja, Tokyo-Style. Ich weiß auch nicht warum, aber die hat mir sehr gefallen. Und wir waren zwischendurch im Nitori. Und weil in der Tüte ein bisschen mehr drin ist, habe ich jetzt für den Schluss gelassen. Nitori müsst ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie ein Mix aus Ikea und Depot. Also es ist schon so, dass man dort viele Einrichtungssachen kaufen kann, auch Möbel. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz so möbellastig wie Ikea, sage ich mal. Also es ist irgendwo dazwischen. Und zwar habe ich dort erstmal zwei Badmatten gekauft, eine kleine und eine große. Und ja, Badmatten kann ich mir auch in Deutschland kaufen, aber ich habe einfach keine Badmatten gefunden, die passend zu meinem Badezimmer sind, beziehungsweise passend zu den Handtüchern und so, die ich habe. In dieser leicht beigen, bräunlichen, hellen Farbe, das habe ich einfach nirgendwo in Deutschland gefunden. Und wenn, dann hätte ich sie bei Amazon bestellen müssen. Und da sie da jetzt zufällig gab, dachte ich so, packe ich die halt einfach ein. Und dann habe ich hier ein Handtuch gekauft, ein Mikrofaserhandtuch für die Haare, was man so, was so Knöpfe hat, damit man das hier zumachen kann. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf dem Bild, aber sowas wollte ich mir auch letztens bei Amazon bestellen und genau das gleiche. Ich stand halt davor und dachte mir so, hey, dann muss es halt keiner zu mir liefern, sondern ich nehme es jetzt einfach mit. Und dann habe ich mir noch einmal eine Klopapierrollenhalterung gekauft. Max hat sich die auch gekauft, denn yes! Wir sind echte Fans der japanischen Klopapierrollenhalterung. Das klingt so weird. Das klingt wirklich weird, aber ich packe die jetzt einmal kurz aus und zeige euch warum. Und die ist sogar noch fancier als die, die ich im Kopf hatte, die ich mir kaufen wollte. Das Coole ist eben, dass man... Ich weiß nicht, wie ich das zeigen will. Also das Coole ist, haben wir nicht Klopapier? Ja, bestimmt die Klopapier. Ich nehme mal kurz eine Rolle Klopapier. Also das hier ist die Halterung. Und das Coole daran ist, man hat hier diese zwei Halterungen und die klappen einfach nach oben. Das heißt, wenn man das Klopapier nachfüllen will, muss man das einfach nur nach oben drücken und es ist drin. Und wenn die Klopapierrolle leer ist, also ist sie halt auch durchaus kleiner, dann kann man das einfach auch nach oben drücken und es geht raus. Also es geht dann noch ein bisschen einfacher natürlich, weil die dann dünner ist, die Rolle, und dann nicht mehr das ganze Klopapier drumherum gerollt ist. Aber es ist halt einfach super easy zum Nachfüllen. Ich habe das damals auch schon in meiner Roomtour von meinem Wohnzimmer gesagt. Max hat das auch in seiner Roomtour von seiner Wohnung damals gesagt. Es ist einfach die einfachste und praktischste Klopapierrollenhalterung, die ich je gesehen habe. Und deswegen wollte ich auch damals schon immer diese Klopapierrollenhalterung haben. Und gerade jetzt für meine neue Wohnung habe ich noch keine gefunden, die mir gefällt. Deswegen bin ich super happy, dass wir die heute gefunden haben. Und wie gesagt, die hier sind nochmal ein bisschen fancier als die, die ich im Kopf hatte. Denn hier hat man sogar nochmal eine Ablage für sein Smartphone. Keine Ahnung, wie oft ich das brauchen werde, aber es gab halt nur diese. Und ja, ist halt auch praktisch. Finde ich cool. Die kamen ungefähr 900 Yen. Das sind irgendwas zwischen 7,50 Euro und 8 Euro, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe bei Amazon, bei Ikea, bei, keine Ahnung, allen möglichen sonstigen Einrichtungshäusern, wo ich in Deutschland war, keine Klopapierrollenhalterung gefunden, die mir besser gefällt von der Praktikabilität. Ich habe auch nicht wirklich was gefunden, was mir optisch wirklich gefällt. Das ist optisch relativ neutral. Und ja, ich habe aber auch nichts gefunden, was so günstig und so gut ist. Deswegen musste ich die halt kaufen. Da wir morgen relativ früh aufstehen müssen, da wir einiges geplant haben und es jetzt auch schon 7:30 abends ist und wir noch genug Videos zu schneiden haben, würde ich den Vlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nächste Video gibt es, wie gehabt, bei Max auf dem Kanal. Und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Video. Wie lange hast du jetzt bitte über eine Klopapierrollenhalterung geredet? Doch egal.